Guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das Hin und Her der vergangenen Monate hat sehr stark erinnert an einen Marathonlauf. Die Geduld der Märkte wurde mächtig strapaziert, um nicht zu sagen fast überstrapaziert. Und den Griechen ist fast die Puste ausgegangen. Das Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel hat ein ähnliches Bild geboten. 12 Stunden lang haben sich die Verhandlungen hingezogen, aber es hat sich gelohnt. Das Rettungspaket steht und die Griechen können ein bisschen Luft holen, zumindest für die nächsten Schritte. Europa schnürt ein zweites Rettungspaket in Höhe von 130 Milliarden Euro. Zur Kasse werden auch die privaten Gläubiger gebeten. Die verzichten auf 53,5% ihrer Forderungen. Die restlichen Forderungen werden umgewandelt in langlaufende Bonds mit niedrigem Zins. Rechnerisch verzichten die Gläubiger auf über 70% ihrer Forderungen, also deutlich mehr als die ursprünglich veranschlagten 50%. Das Einlenken der Banken, Versicherungen und Fonds war Grundvoraussetzung für den Internationalen Währungsfonds, sich in der Rettung zu beteiligen. Die ist für die Griechen mit harten Auflagen verbunden. Europa will Griechenland in Zukunft stärker kontrollieren. Vorgesehen ist eine ständige Aufsicht durch die Troika. Darüber hinaus müssen die Hellenen in Zukunft einen harten Sparkurs einschlagen. Dazu gehören Kürzungen bei den Renten und Mindestlöhnen. Außerdem soll das Steuersystem reformiert werden. Die Griechen hatten vor dem Gipfel nach 10 Debatten den Bedingungen zugestimmt. Speziell auch der Einrichtung eines Sperrkontos. Dort soll Geld gelagert werden, mit den Schulden und Zinsen bezahlt werden sollen. Die griechische Regierung hat keinen Zugriff auf das Konto. Die Euro-Finanzminister haben also entschieden. Jetzt hält Griechenland wieder das Heft des Handelns in der Hand. Die Hellenen müssen ihre Zusagen umsetzen, entsprechende Gesetze auf den Weg bringen. Bereits Anfang März will die Euro-Gruppe die Fortschritte überprüfen. Der Zerfall Griechenlands jedenfalls ist vorerst aufgehalten. Und genau zu diesem Thema begrüße ich heute unseren Gast, Michael Stegmüller in Stuttgart. Er ist Vermögensverwalter bei Performance IMC. Herr Stegmüller, die Milliardenhilfe für Griechenland, sie steht, aber die Frage ist natürlich, dieses zweite Rettungspaket, ist es auch das letzte? Ich denke, das wäre vermessen, aus heutiger Sicht zu sagen, dass das letzte Paket wäre. Sie haben es schon im Beitrag angesprochen. Ich denke, wichtig ist, dass man etwas Zeit gewonnen hat, um bestimmte Strukturen einfach auf den Weg zu bringen. Mehr ist es, glaube ich, in jetziger Form nicht. Ich denke schon, dass wir da noch weitere Enttäuschungen sehen können. Die sind möglich und darauf müssen wir uns, glaube ich, auch mittelfristig einstellen. Eigentlich sollte ja die frische Milliarde oder die frischen Milliarden dafür sorgen, dass Griechenland die nächste Anleihe zurückzahlen kann. 20. März immerhin 14,5 Milliarden. Anderenfalls wäre Griechenland pleite, dann auch offiziell. Aber so richtig sicher scheint die Rückzahlung der Anleihe keineswegs geworden zu sein. Warum denn eigentlich nicht? Na gut, es ist natürlich eine freiwillig gezwungene Maßnahme und das ist natürlich schon ein bisschen verrückt, diese ganze Geschichte. Die Investoren haben hier natürlich noch einige Unsicherheiten zu überstehen. Ich denke, dass bis zum 11. März müssen ja die privaten Gläubiger letztendlich zusagen. Dort werden die Details dann bekannt werden. Ich denke, man wird hier eine entsprechend große Anzahl finden, auch unter Schmerzen. Aber die Zahl der Zustimmungen wird so groß sein, dass die ganze Sache stattfinden kann. Man ist so weit gegangen. Ich denke nicht, dass es nun an diesen Sachen scheitern wird. Sie sind also sehr sicher. Sicherheit ist ja auch weiterhin das ausschlaggebende Kriterium für ein Investment grundsätzlicher Natur. Frage, bleiben deutsche Staatsanleihen weiterhin gefragt? Sind sie gesucht? Offensichtlich bleiben sie gefragt. Die ersten Reaktionen jetzt auch nach dem Paket zeigen, dass die deutschen Zinsen extrem niedrig bleiben. Allerdings muss man natürlich auch immer wieder sehen, dass dieser Markt natürlich von sehr vielen Marktteilnehmern bestimmt werden, die ganz eigene Interessen haben. Also sprich hier die Staaten selbst oder letztendlich die Notenbanken. Also hier ist Vorsicht angesagt. Es ist ein Hort der Stabilität, weil die Investoren letztendlich etwas anderes suchen als Rendite. Sie suchen Sicherheit. Und solange das noch anhalten wird, werden auch die deutschen Zinsen noch auf diesem niedrigen Niveau bleiben können. Was heißt das jetzt für den Bund Future? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Der Bund Future hat jetzt in den letzten, ja, seit August eigentlich letzten Jahres versucht, mehrmals auszubrechen. Nach oben hat es nicht geschafft. Und das wird natürlich eine sehr interessante Konstellation. Ich denke, Bund Future ist in einem Handelsbereich von 132 bis 140 und steht charttechnisch in einer Keilformation, die meistens nach unten aufgelöst werden. Und es würde auch passen, wenn irgendwann die Investoren glauben, dass langfristig die Problematik in Europa über viele Jahre gelöst werden kann, dann werden die Renditen steigen können, gerade die Renditen der deutschen Staatsanleihen oder eben auch der amerikanischen.
weil wir wissen, konjunkturell, haben wir heute auch gerade gesehen, letztendlich ist das Zinsniveau nicht gerechtfertigt und das wäre die Möglichkeit für den Bund Future, eine Kursverlagerung nach unten vornehmen zu können. Herr Steckmüller, Dankeschön für den Augenblick. Wir werden gleich nochmal weitersprechen, denn es gibt einen ganz speziellen Index für europäische Unternehmensanleihen. Und warum das jetzt für die Anleger ganz besonders interessant ist, das gleich im zweiten Teil dieser Sendung. Zuvor aber noch kurz einen Blick auf die jüngste Entwicklung des Bond-M-Index. Und hier sehen wir schon wieder steigende Kurse. Der Bond-M-Index hat in den vergangenen 21 Tagen rund 3% wieder gut gemacht und notiert jetzt so ungefähr wieder beim Ausgangsniveau bei der 100%-Marke. Wie sieht's im Einzelnen aus? Das verrät uns jetzt der Blick auf die besten Performer der vergangenen Tage. Und da sehen wir gute alte Bekannte. Auf Platz 1 die Anleihe von SolarWatt, Payom Solar auf 2, German Pellets und Air Berlin. Und wenn Sie die Sendung öfter gesehen haben, wissen Sie, Air Berlin hat mittlerweile 3 Anleihen im Markt. Und das hier ist die jüngste mit einer Laufzeit bis 2018. Sehen wir uns noch ganz speziell die Umsatzspitzenreiter an. Und da haben wir Air Berlin den Rest sozusagen. Auf Platz 1 die Laufzeit bis 2014, auf 2 die Laufzeit bis 2015. Dürr und windreich, wie auch schon in den vergangenen Wochen unter den Top-Umsatzträgern zu finden. Nicht nur Staatsanleihen scheinen derzeit ausgereizt, auch bei den Unternehmensanleihen könnten bald einige größere Gewinnmitnahmen drohen. Wir haben eben die deutliche Erholung gesehen beim Bond-M-Index und innerhalb von nur 6 Wochen ist er von etwa 90% zurückgeklettert wieder auf 100%. Aber auch der sogenannte iBox, Euro Corporate Overall Performance Index, ein ganz spezieller Index für europäische Unternehmensanleihen, hat in den vergangenen Monaten eine beachtenswerte Rallye hinter sich gebracht. Welche Konsequenzen das jetzt für ein Investment in Unternehmensanleihen hat, darüber spreche ich jetzt nochmal mit Michael Steckmüller und damit zurück nach Stuttgart. Herr Steckmüller, danke fürs Warten. Die Luft für Unternehmensanleihen, ist die schon wieder dünner geworden? Na gut, die Kursentwicklung haben Sie angesprochen. Ich denke generell, Unternehmensanleihen sind eine ganz gute Ergänzung oder eine Alternative zu dem direkten Risiko Aktien, also Aktienkursrisiko. Insofern denke ich, die Luft ist in dem aktuellen Marktumfeld sicherlich etwas dünn, aber man muss auch sehen, dass insgesamt nun die Unternehmensanleihen sehr gut durch die Krise hindurchgekommen sind. Sie haben es gerade erwähnt, der Bond-M-Index hat die 100 wieder erreicht. Und generell denke ich, da ist noch einiges aufzuholen, denn der Zyklus für Unternehmensanleihen ist, glaube ich, noch nicht zu Ende. Was heißt das jetzt konkret für dieses Bond-M-Segment? Wie sieht es da aus? Die 100, das kann es ja im Prinzip noch nicht sein, oder? Ja, Sie haben das natürlich richtig gesagt. Der Corporate Bond Index hat im vergleichbaren Zeitraum, seit es nun eben den Bond M Index gibt, seit Ende 2010, Anfang 2011, 6% zulegen können, während der Bond M Index nun gerade einmal die 100 wieder erreicht hat. Das zeigt die Diskrepanz und es zeigt eben auch, dass der Bond M in der größten Krise letztendlich auch deutlich gefallen ist, es aber nicht geschafft hat, im gleichen Ausmaße wieder die Kurserholung stattfinden zu lassen. Aus meiner Sicht liegt es daran natürlich, dass der Index noch etwas sehr stark abhängig ist von vielen Einzelwerten und es ist auch generell das Risiko eben bei diesen Unternehmensanleihen. Man muss eben sehr genau drauf schauen, was drin ist und da ist breiter gestreut durchaus sinnvoll. Jetzt im umgekehrten Fall oder von der anderen Seite betrachtet, dieser Markt für neue Emissionen, der scheint so wieder aus dem Winterschlaf zu erwachen. Warum denn jetzt ausgerechnet jetzt? Liegt das nur an den leicht frühlingshaften Temperaturen? Das denke ich nicht. Generell glaube ich, dass das Marktsegment ein großes Wachstum noch vor sich haben wird. Es kommen fast jeden Tag Meldungen, dass Schuldscheindarlehen oder Darlehen letztendlich begeben werden. Das hat unterschiedliche Gründe. Natürlich zuallererst einmal, dass das Thema Landesbanken oder Banken generell fallen letztendlich als Kreditgeber mittelfristig etwas aus. Die müssen deutlich reduzieren, die müssen ihre eigenen Bilanzen in Ordnung bringen. Das heißt, hier ist Raum für Kreativität und die brauchen die Unternehmen auch und die werden genutzt, indem man eben versucht, Eigeninitiative zu entwickeln und eigene Investoren zu finden. Insofern denke ich, das ist ein sehr interessantes Segment. Es war ohnehin in Deutschland eher stark untergewichtet. Und in Amerika oder in UK sind es natürlich deutlich höhere Zahlen, die hier am Markt bereits stattgefunden haben. Insofern denke ich, ist ein Wachstumssegment. Jetzt sagt man ja dem privaten Anleger ganz gerne, stell dich möglichst breit auf, ein möglichst breit gefächertes Portfolio. Was heißt das jetzt in Bezug Anleihen und Aktien? Wie sollte da die Gewichtung sein momentan? Das ist
aus meiner Sicht ganz klar, dass im Moment die Faktoren für die Aktie sprechen. Das hat die, zum einen mit der Liquidität zu tun, die am Markt vorhanden ist. Die wird irgendwann letztendlich aus den sicheren Staatsanleihen rausgehen. Das heißt, man ist aus heutiger Sicht sicherlich besser bedient, wenn man sich mehr auf Aktien konzentriert. Allerdings, wenn Sie nun auf die Anleihen zu sprechen kommen, würde ich dort auch das Thema Unternehmensanleihen durchaus mit aufnehmen wollen. Allerdings breit gestreut heißt auch hier, nicht zu viele Einzelrisiken nehmen, sondern sehr breit streuen, auch bei dem entscheidenden Segment. Und ich denke, Aktien wären deutlich zu favorisieren, aber nicht vielleicht am heutigen Tage, warten auf Kursrückgänge. Michael Stegmüller, recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und einen guten Tag nach Stuttgart. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Die nächste Ausgabe vom Börse Stuttgart Anleihenforum sehen Sie am dick anstreichen 2. März 2012 zur gewohnten Zeit, das heißt 9:15 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Eine schöne Woche.